So, wir kommen zu einer Matz, nämlich zum Filmfestival, das noch bis zum 9. November stattfindet in der Kerstner Gesellschaft. Wunderbares. Ehemals Schülerfilmfestival. Das hat 82 zum ersten Mal stattgefunden. Ja, und mittlerweile seit 15 Jahren immer mehr im Kommen. Up and Coming in der Kerstner Gesellschaft. Und da gibt es jetzt auch eine längere Matz. Ja, und du, Wolfgang, du weißt es am besten, denn du warst ja auch mit von der Partie. Ich habe es aber noch nicht gesehen, das Material. Du hast es noch nicht gesehen. Oh Gott. Na gut, okay, dann schau mal. Schauen wir mal die Matz. Up and Coming, das Filmfestival. Schönen guten Abend, Up and Coming Filmfestival in Hannover. Wir sind heute mit Hannover TV und schauen uns hier mal diese ganze Geschichte so ein bisschen an. Die nächsten Bilder und Einstellungen werden für sich sprechen. Viel Spaß. Viertes Up and Coming Filmfestival in der Kästner Gesellschaft Hannover. Resultierend aus dem ehemaligen Schülerfilmfestival findet dieses Festival nun weit über die Grenzen Hannovers hinaus große Beachtung. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Roman Herzog haben hier nun junge Film- und Videokünstler die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu präsentieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Festivals, wenn mir jemand 1982, als wir das erste Festival in Hannover veranstaltet haben, prophezeit hätte, dass ich 15 Jahre später hier an dieser Stelle ein Programm ankündigen würde, mit Filmen aus 22 europäischen Ländern und Megalopolen aus 4 Kontinenten, dann hätte ich dies wahrscheinlich für sehr unwahrscheinlich gehalten. Schülern und Jugendlichen ein Forum zu schaffen, ihre filmischen Arbeiten zu präsentieren und zu diskutieren, das war der Grundgedanke des ersten Festivals. Wer seit 15 Jahren eine solche Veranstaltung durchführt, das ist etwas ganz Außergewöhnliches, etwas Besonderes und ich finde es außerordentlich begrüßenswert, dass in der Kästner Gesellschaft, mit der Kästner Gesellschaft Filmkunst hier hineingebracht wird und diejenigen, die die vorangegangenen beiden Ausstellungen hier in diesem Haus gesehen haben, sind wirklich in eine weitere neue Kästner Gesellschaft gekommen, Herr Hähnlein, und dazu gratuliere ich Ihnen sehr herzlich und danke dafür, dass Sie hiermit praktisch junge Filmkünstlerinnen und Künstler und die Kästner Gesellschaft zusammenführen. Alles Gute, herzlich willkommen in Hannover. Renommierte Künstler, wie zum Beispiel der polnische Filmregisseur Zbigniew Rybczynski, der unter anderem 1983 für seinen Film Tango den Oscar gewann, sind bei diesem Filmfestival ebenfalls anzutreffen. Also wir haben 4 Jahre lang nach den Filmen von Rybczynski eigentlich geforscht und wollten immer eine große Retrospektive machen, die ja so viel daran scheiterte, dass einfach die Kosten oder die Möglichkeiten sehr, sehr begrenzt waren. Und wir haben es jetzt endlich nach 4 Jahren Arbeit geschafft, eine fast komplette Retrospektive von Zbig im Medienhaus hier in der Kästner Gesellschaft und im Festival zu zeigen. Und das ist eine tolle Sache, die sollte sich wirklich jeder ansehen, weil nachher glaubt er kein Bild mehr. Herzlichen Dank, Zbig. Wir werden in den nächsten Tagen noch viel von dir sehen. We will see a lot of your films and we will see you around. Thank you very much. Es muss nicht unbedingt der Weg nach Hollywood führen. Also finde ich ein bisschen schade, dass hier so eine Zielvorgabe gemacht worden ist, mehrfach, ein bisschen zu stark für meine Begriffe. Ich bin hier, um mitzuhelfen, dass der Film lebt. Celluloid ist natürlich ein bisschen irreführend, ne? Naja, ich rede immer noch von Celluloid, ne? Ja. Und alles andere ist für mich ein Versuch. Jugendredakteure e.V. Jugendredakteure? Gibt es denn so viel Jugend und so viele Redakteure? Ja, mindestens 800. Die Kamera läuft. Ja, John Newman ist hier, Filmemacher aus USA. Sie sprechen ja Deutsch. Mit welchem Film sind Sie heute vertreten? Trinken Filmemacher mehr als andere Normalsterbliche? Scheint so zu sein, ehrlich. Nicht John Newman? Café Glotzi TV. Das war ein Fehler. Darf ich mal ganz kurz? Alan Banks. Ja. Was führt Sie zum Filmfestival? Ich kenne Sie sonst nur aus der Musikbranche. Weißwein. Was führt Sie aus der Musikbranche jetzt zum, was haben Sie für ein Verhältnis zu den Medien jetzt generell, zu den Optischen? Ich meine, ich habe auch sehr lange fürs Fernsehen gearbeitet, von daher habe ich immer ein Interesse an Filmen gehabt, also auch rein privat.
Herr Gruber, darf ich Sie kurz stören? Mit welchem Beitrag sind Sie heute auf dem Festival vertreten? Wir berichten hier über den Beginn des Festivals. Aber ich bin der Kameramann vom NDR. Die Redakteurin, das ist die Dame da drüben. Und welchen Film zeigen Sie heute und wann wird er gezeigt? Wir haben Ausschnitte aus den drei Filmen aus Studio 2. Und zwar der Film über den Computer und dann der Tränenfilm. Darüber wollen wir ein paar Ausschnitte senden. Und Ihr Film? Wie lang das werden wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und Ihr Film, der ja als Eröffnungsfilm gehandelt wird, wann wird er gezeigt? Er wird in Hallo Niedersachsen in unserem Magazin gezeigt. Und Sie wissen ja, wie lang die sind. 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Minute, je nachdem. Ich meinte jetzt Ihren Eröffnungsfilm in diesem Festival. Wann wird der gezeigt? In diesem Festival. Was soll ich dazu sagen? Dann gehen wir ganz kurz zurück. Ich bin seit 1959 dabei. Ja? Ich habe beim Spielfilm gelernt. Ja? Und sonst, sagen wir mal so hauptberuflich, was sind Ihre Projekte jetzt zurzeit? Wo sind Sie engagiert? Ich fliege im Moment überall raus, aus irgendeinem Grund, habe ich das Gefühl. Also ich bin vor kurzem vom VH1 gefeuert worden. Ich mache im Moment eine Sendung für Radio Brandenburg, eine Rundfunksendung, eine Musiksendung. Was hat der Geschäftsführer des offenen Kanals hier zu suchen? Ja, das gehört ja zum Mediengeschehen in Hannover, da bin ich natürlich dabei. Denn als es noch, wie hieß es denn jetzt, Schülerfilmfestival hieß, war ich auch mal ein kleiner Ellenbanks im Keller des Listerturms, glaube ich, und habe irgendwelche Kinderfilme angekündigt. Uns fehlen Spielfilme im offenen Kanal, da wird viel getalkt. Da gibt es Magazine wie Hannover TV zum Beispiel, wunderbar. Matthias Wieland vom Backstage TV im offenen Kanal Hannover. Wir kommen ja jetzt immer um 8, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ist ganz wichtig, bis jetzt immer um 18 Uhr und jetzt immer um 8. Ich gehe mal langsam raus, das war der Dieter Thomas Heck des offenen Kanals. Tre von der Sonde und von der Svenske TV ist Tre von der Sonde, ist ja der Filmemarke von der Season in den offenen Kanälen. Hier ist Sadi aus Schweden. Ihr seht schon so aus wie Filmemacher. Mit welchem Beitrag seid ihr heute hier? Ich bin leider kein Filmemacher, ich bin Musiker. Ein Trinken macht immer Spaß und wenn man einen in der Krone hat, dann vergisst man auch die Sorgen leichter. Ne? Ich habe nicht viel davon mitbekommen. Also ich bekomme ja irgendwie nur das mit, leider. Also ich konnte mir auch keinen Film ansehen oder so. Ich denke, alle sind gut drauf heute. Deswegen. Warum trinkst du eigentlich nicht? Ich trinke auch gleich. Wir tragen das gleiche Jackett, ich gebe einen aus heute. Ich trinke auch gleich. Ja, los. Hier, Kamera aus. Wieland, mach mal hier jetzt Schnitt. Tja, so für so ein Filmfestival, das ist schon ganz schön heavy. Ich glaube, ich bin auch schon ganz schön fertig, aber vielleicht ist es besser zu gehen. Ich glaube, wenn es am schönsten ist, sollte man gehen. Es wird hier sicherlich noch weiter gefeiert. Claudia, die Aufnahmeleiterin, nimmst du vielleicht das Mikro? Ich glaube, ich habe die Faktchen dicke. Tschüss dann. Boah, mein Gott, also wenn wir jetzt noch Ärger kriegen mit dem NDR und mit der Landesmedienanstalt und überhaupt, um Gottes Willen, das ist ja wirklich, du bist ja richtig, gehst ja richtig zur Sache, ne? Ja, ich habe das gar nicht so gemerkt, vielleicht habe ich auch schon ein bisschen viel getrunken, ne? Ja, es waren ja so einige Personen im Bild zu sehen, die sicherlich auch OK-mäßig sehr bekannt sind, liebe Zuschauer, die Sie auch nachher hier im Talk noch sehen werden. Dazu möchte ich jetzt aber nichts weiter sagen. Es sind noch einige Menschen vertreten gewesen auf der Einjahres-OK-Party, auf der du auch wiederum angewiesen gewesen bist. Also heute machen wir quasi auch eine typische Hannover-TV-Sendung und Wolfgang Walloch, ne, ist ja auch richtig prädestiniert für diese Dinge. Sag mal, wie haben die Leute so reagiert? Wenn er die jetzt mal so, der Kameramann war ja das Genialste, ne? Der weiß ja heute noch nicht, dass er irgendwie... Der Kameramann weiß es heute noch nicht. Ne? Also man sagt oder so, er wäre noch mal, also ganz spät noch mal hingegangen und hätte den Filmplan noch mal durchgesehen. Ne? Also das sind aber alles Gerüchte nicht, oder er so. Er hat sich nicht gefunden. Er hat sich nicht gefunden. Er hat sich nicht gefunden. Okay, kann man nichts machen. Ne? Und die anderen so? Die anderen waren gut drauf. Die Schweden waren gut. Ne? Ja, Schweden waren gut. Filmemacher sind grundsätzlich immer gut drauf. Filmemarke, eine Svenske Filmemarke für den offenen Kanal. Filmemarke, ne? Was sagt das nochmal? Nein, nein, Filmemarke von den offenen Kanälen. Wunderbar. Ich liebe es, ist göttlich. Sauber.